Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 2 Dark Waters. Beim letzten Mal haben wir uns über die Insel der Toten begeben und ja, haben so einige Untote vernichtet, haben alle Zutaten für den Trank des falschen Todes getrunken und wollen uns jetzt am Altar des Übergangs ins Reich der Toten begeben. Nun dann, trinken wir das gute Stück und dann schauen wir mal. Auf ins Reich der Toten. Ja, nur so legt man sich richtig hin. Und da wären wir. Und der gute Tau ist gleich mal mitgekommen, wie es scheint. Na gut. Jetzt sind wir tot, beziehungsweise tun so, als wären wir tot. Du bist auch da? Ich sagte dir doch, dass ich die Toten ins Jenseits begleite. Sieh dich gut in dieser Welt um. Du wirst auf 4 Geister treffen, die keine Ruhe finden können. Hilf ihnen und finde einen Weg, an das Schädelzepter zu gelangen. Nur mit dem Schädelzepter ist es möglich, einen Geist zu rufen. Bring es mir. Du findest mich beim Portal am Strand. In dieser Welt. Alles klar, okay. Jetzt müssen wir also ein Schädelzepter zusammenbauen. Was ist das denn? Ein Trank. Und eine alte Münze. Und das ist der letzte... Ist das jetzt wirklich schon der letzte legendäre Gegenstand? Ich glaube, wir haben alle gefunden, oder? Holzbein, Meerschaumwolf... Ja, Tatsache, es waren alle. Eine Münze... die Münze fing einen tödlichen Schuss auf. Ich muss sagen, hier gefällt sie mir besser auf dem linken Bild, muss ich sagen. Da hat sie nämlich auch wirklich so einen Abdruck von einem Schuss, glaube ich, soll das sein. Schade, naja gut. Aber da haben wir echt alle legendären Gegenstände gefunden. Hab ich's doch noch geschafft. Ich war ja nicht sicher, ob ich das mache. So, und jetzt gucken wir uns die ganze Sache im Reich der Toten an. Tau hat ja schon gesagt, hier sieht's ein bisschen anders aus als in der echten Welt. Und ja, hier ist ein bisschen netter, wenn man das mal so sagen darf. Hier ist ein bisschen grüner und so. Ganz nice eigentlich. 4 Geister sollen hier sein. Ich glaube, da vorne sehe ich schon den ersten. Na dann, wer bist du denn, hey? Nahele. Endlich, nach so langer Zeit ein neues Gesicht. Es ist schön, mal jemanden zu sehen, bei dem noch Blut durch die Adern fließt. Das erkennt die? Okay, und du bist also einer dieser Geister, wenn ich das richtig sehe. Oder bist du gehört hab. Tot? Ja und nein. Ich bin als Geist an diesem Ort gefangen. Seit 1000 Jahren bin ich verflucht, zwischen den Lebenden und den Toten zu wandeln. Okay, das... Ich würde mich zu Tode langweilen, ja. Oh, das klingt ziemlich aussichtslos. Wenn du keine Wahl hast, fügst du dich deinem Schicksal. Okay, ja, die Frage ist... Was ist mit dir passiert? Vor langer Zeit herrschte ich über das stolze Volk vom Stamm der Lüfte. Doch Mara versklavte viele Stämme und strebte nach Macht und Magie. Sie übergab mir das Amulett der Erde, um auch mein Volk zu unterdrücken. Eines Tages widersetzten wir uns und versuchten, sie zu töten. Ah, okay. Ja. Ganz ehrlich? Das ist euch offensichtlich nicht gelungen. Nein. Wir haben die Situation unterschätzt. 4 Chakas waren wir. Motega vom Clan des Wassers, Akando vom Clan des Feuers, Kusko vom Clan der Erde und ich. Jeder von uns war mit einem heiligen Artefakt bestückt. Ich konnte Mara am Ende mit Hilfe des Amulettes versteinern, doch wir versäumten sie zu vernichten. So wandeln wir nun im Dunkeln und warten auf Erlösung. Okay. Ja, du warst auf jeden Fall eine Chaka. Ist das dann nicht eine Chaka? Gibt es da überhaupt eine weibliche Form? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja mit dem Wörtern nicht aus. Aber dein Fluch. Wie kann der Fluch gebrochen werden? Ich habe damals mein Artefakt missbraucht. Ich werde erst Frieden finden, wenn ich ein eigenes geschaffen habe, das stärker ist als der Tod. Was für ein Artefakt könnte das sein? Ein Schädelzepter.
Es ist mächtig genug, um die Geister aus dem Jenseits zurückzurufen. Das ist genau das, was ich brauche. Was ein Zufall. Ich weiß, darum bist du hergekommen. Wenn du mir die Zutaten bringen kannst, werde ich es dir überlassen. Okay, klingt gut. Und was brauchst du? Also gut. Was brauchst du, um das Zepter zu bauen? Es wird nicht leicht sein, an die Zutaten zu gelangen. Ja, ja. Wir werden sehen. Mein Schicksal ist unweigerlich mit dem der anderen Geister dieser Welt verknüpft. Ich brauche die Trophäe eines Jägers, den Speer eines Kriegers, die Beute eines Diebes. Okay. Und einen Gegenstand, der dem Toten gehörte, den man zurückrufen will. Rede mit den Geistern. Sie sind im Besitz dieser Gegenstände. Gut. Ich werde sehen, was ich machen kann. Klingt auf jeden Fall machbar. Du warst ein Chaka? Ist das nicht ungewöhnlich für eine Frau? Zu der Zeit, als ich den Clan anführte, war das nicht unüblich, junger Freund. Viele begabte Hexen hatten die Möglichkeit, Chaka zu werden. Aber nach den Titanenkriegen hat sich vieles geändert. Okay, gut. Ja, beenden wir das. Hast du eigentlich irgendwas? Eigentlich wäre es unlogisch, aber wieso haben die Kisten im Totenreich? Kann mir das jemand erklären? Es erscheint mir etwas unlogisch, warum jemand Kisten im Totenreich hat. Sollten sie im Totenreich nicht von jeglichem Besitz ablassen oder so? Ist das nicht sonst immer so das Ziel im Totenreich? Aber okay, ich frag nicht weiter. Ich nehme es einfach mit. Und wenn ich das Zeug hier im Totenreich klaue, kann ich das dann überhaupt mit in die echte Welt nehmen? Fragen über Fragen. So, da habe ich aber schon noch einen Geist gesehen. Wer bist du denn, mein Freund? Ist es wahr, was meine Augen da sehen? Du siehst so lebendig aus. Ja, ich bin auch noch ziemlich lebendig. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht tot bin. Nach Scherzen ist mir leider nicht zumute. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier gefangen und kann nicht sterben. Warum nicht? Nara hat mich verflucht, weil ich vor vielen Jahren wagte, mich gegen sie aufzulehnen. Haben wir schon gehört. Mal eine ganz blöde Frage, woran erkennen die denn jetzt eigentlich, ob man lebt oder tot ist? Ich meine, die sind ja eigentlich tot, aber sind dazu verdammt, hierzu weiter zu leben, aber eigentlich leben sie ja nicht richtig. Ich meine, wir sind ja nur so scheintot. Woran erkennen die jetzt, dass wir nur scheintot sind? Ich meine, die sehen auch nicht irgendwie geisterhafter aus, wenn ich ehrlich bin. Was ist damals passiert? Ich war es, der auf die Idee kam, Mara zu töten. Oh. Ich machte mich auf die Reise, um die anderen Häuptlinge um Hilfe zu bitten. Doch während ich weg war, wurde meine Familie von einem Silberrücken getötet. Ja, das ist natürlich tragisch, aber... Du hättest sie wahrscheinlich gar nicht retten können. Nein, wahrscheinlich nicht. Die ganze Familie... Aber die Welt retten konnte ich auch nicht. Ja, wem sagst du das? Das Schlimmste ist, dass ich den Silberrücken nun Tag für Tag jage. Aber was ich auch tue, das Biest kommt immer wieder. Der Silberrücken ist hier? Ja, er ist in einer Höhle in der Nähe. Das ist Maras Strafe für mich. Ich frag mich mal, die ganze Familie wurde von einem Silberrücken getötet? Ich meine, gut, der ist wahrscheinlich ein bisschen mächtiger, aber... Ich meine, was hat die Familie gemacht? Ist die alleine in den Dschungel irgendwie gewandert oder sowas? Ist schon... Naja, gut, fragen wir nicht weiter nach. Sie wurden getötet, so. Wie wolltest du Mara denn töten? Mit Hilfe der Waffen, die sie uns gegeben hatte. Sie gab mir die Titanenharpune, um mein Volk zu versklaven. Ich habe mutig gekämpft. Aber, wie du sicher bemerkt hast, ist es uns nicht gelungen, sie zu töten. Ist mir nicht entgangen. Ist irgendwie interessant, Mara hat schon mal ihre ganzen Artefakte an irgendjemandem scheinbar gegeben und die haben sich dann gegen sie aufgelehnt. Woher wusste sie, dass die Piraten das nicht wieder machen? Sie hat auch wieder den Piraten die Dinger geschenkt, als die zum Wassertempel kamen und sie aufweckten, ne? Naja gut, manche lernen es auch nicht. So, bevor ich mit dir losgehe, will ich ja gucken, ob ich hier noch was zum Mitnehmen habe. Ich meine, du brauchst es nicht, wenn wir dich gleich befreien. Ein Amulett.
Ich sehe nichts, es leuchtet alles so. Inventar, Ausrüstung, das Amulett. Schädelamulett? Sieht ja widerlich aus. Schrumpfkopf eines kleinen Äffchens. Sieht ja wirklich widerlich aus. Na gut, keine Ahnung. So, hier, dann jagen wir mal deinen Silberrücken. Was wäre, wenn ich dir helfe, den Silberrücken zu töten? Das könnte funktionieren. Du lebst schließlich noch. Wenn wir es wirklich schaffen, das Biest gemeinsam zu erledigen, überlasse ich dir meine wertvollste Trophäe. Ja, die brauche ich sowieso. Klingt gut. Die brauche ich ja sowieso für das Zepter, ne? Lass uns den Silberrücken jagen gehen. Ja, machen wir dem Vieh endgültig und für alle Zeiten den Garaus. Es wird endlich Zeit, dass er für immer verschwindet. Heißt das nicht, der Typ hat... Das ist doch mal eine Ansage. Los, komm. Ich zeige dir, wo das Mistvieh sich versteckt. Heißt das nicht, der Typ hat es nicht einmal geschafft, diesen Silberrücken zu erledigen, seit er hier tot ist? Ich meine, er hat gesagt, er versucht ihn ständig zu jagen. Und hat es scheinbar nicht einmal geschafft, ihn zu erledigen. Naja, du bist ja ein Dollarjäger. Ich muss sagen, manchmal bei manchen Charakteren hat sich Piranha aber jetzt nicht viel Mühe gemacht, irgendwie die Hintergrundgeschichte genauer zu überdenken, habe ich das Gefühl. Jetzt können wir dem Biest jederzeit begegnen. Ich kann es schon spüren. Alles klar. Bist du auf den Kampf vorbereitet? Immer doch, immer doch. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Dann lass es uns beenden. Gerne. Ich kann es kaum erwarten. Los jetzt. Los. So, dann zieh ich mal meine Muskete hier. So, wo ist denn das Mistvieh? Silberrücken, wo ist es denn? Hallo, Silberrücken. Fetter Silberrücken. Ah, da vorne ist ein Affe. Ob der jetzt Silber ist, weiß ich von hier nicht. Es ist zu hell. Oh ja, okay, er ist Silber. Okay, Waffe gezogen. Jetzt zeige ich dir mal, wie man das macht, Junge. Oh, so nicht. So, das war der. Der war ja easy. Der hat nicht mal viel Ruhm gebracht, wow. So, hier, tot ist er. Kannst du dir vorstellen, dass ich dieses Biest seit 1000 Jahren nicht besiegen kann? Ja, jetzt ist er aber tot, ne? Der Silberrücken wird diesmal nicht mehr aufstehen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass das je ein Ende hat. Ohne dich wäre ich bis in alle Ewigkeit hier gefangen gewesen. Mhm. Schon gut. Hier, nimm diesen Schädel als Trophäe. Du hast sie dir verdient. Ich spüre, dass meine Zeit nun endlich gekommen ist. Viel Glück auf deiner Reise. Meine hat endlich ein Ende. Der Typ hat ein untotes Tier erledigt? Ernsthaft? Stand da gerade Schädel eines untoten Tieres? Oh. Wo ist es denn? Schädel, da. Schädel eines untoten Tieres. Ach, das ist das von dem Silberrücken. Ach so, okay. Ich dachte jetzt schon. So. Hier haben wir noch eine Kiste. Mensch. Hier sind doch nur 4 Leute. Warum sind hier so viele Kisten? Ich meine ganz ehrlich, jemand, der hier nicht leben muss, der macht doch hier nicht seine Kiste in seine weltlichen Besitztümer, oder? Warum? Warum sollte er das tun? Aber von mir aus, ich nehme es einfach mit. So, dann gehen wir mal in die Richtung weiter und gucken mal, was wir da noch so finden, ob wir da noch ein paar Typen auffinden können. Oh Mann, es ist so hell. Und das spielt den Pokal. Wir klauen hier einfach alles. Uns ist nichts zu schade. So, was haben wir hier? Oh, da vorne links, da habe ich doch was gesehen. Mensch, du kommst mir bekannt vor, Freundchen. Na? Das Leben ist zurückgekehrt. Wir spüren seine Gegenwart. Redest du mit mir? Ach nein, du bist es nicht. Wir sehen bei dir keine geteilte Seele. Kein verlorenes Ich. Ja, ich weiß schon, wer du bist. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Wovon redest du da? Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir spüren es. Wir sehen es. Wir sehen Länder, Palmen, Menschen mit dunkler Haut. Mara, Marakai. Wir sehen einen Mann, ein Pirat. Ja. Der vorgibt, der zu sein, der er nicht ist.
Marakai? Pirat? Ja, richtig. Du redest von Garcia. Der hat sich tatsächlich für jemand anders ausgegeben. Ja, Garcia. Ein falscher Mann. So, du bist also die andere Hälfte von Bones, oder? Du bist Bones, richtig? Zumindest der gestorbene Teil von ihm, von dir, meine ich. Was rede ich denn da? Bones? Ja, ja, das ist er. Das ist unser Name. Aber woher weißt du das, Lebender? Ach, dass Garcia ein Verräter war, das weißt du. Aber dein Name war weg, ja? Name? Ja, Bones ist unser Name. So, ja, dein Bruder, naja, dein anderes Ich eher. Ich habe deinen Bruder getroffen. Bruder? Wir haben keinen Bruder. Nein, er ist vielmehr dein zweites Ich in der Welt der Lebenden. Wir sind verwirrt. Ja, ach, komm schon, der ist auch nicht ganz dicht. Komm, das, ja. Ja, genau wie dein Zwilling. Der ist auch nicht ganz dicht. Wir glauben dir kein Wort. Hinfort mit dir, du Ungetüm. Ja, ja, bleib locker. Bones sagte mir schon, dass du eine harte Nuss bist. Höllenfeuer und Donnersturm sollen dich verzehren! Ganz ruhig, ganz ruhig. So, hier, weißer Schal, das war's doch. Erinnere dich, der weiße Schal ist dein Wegweiser. Ja, ich verstehe, was du sagst. Das ist ja schön. Ich erkenne jetzt den Weg. Ja, ich sehe es ganz deutlich. Ein Pfad in die Welt der Lebenden. Jetzt hast du es kapiert. Ja, es ist wunderbar, das Leben hat mich wieder. Warte mal, bevor du dich verflüchtigst. Du kannst mir hier vielleicht helfen. Der Weg ist nicht mehr weit. Keine Zeit mehr. Schade. Na gut, dann geh mal rüber zu deinem Bruder. Leb wohl. Ich sehe dich auf der anderen Seite, mein Freund. Na gut, dann hoffe ich mal jetzt, dass unser Schiffsarzt jetzt ein bisschen mehr drauf hat. Uiuiui. Der Typ ist ja verrückt wie sonst was. So, gibt's hier sonst noch einen Typen? Ja, da sitzt doch tatsächlich noch einer. Hey, wer bist du denn? Akando. Oh, meine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. Okay, was für Gebete genau? Und woher weißt du... Ja gut, er hat mich wahrscheinlich wieder in irgendeinem Traum gesehen, ne? Was für Gebete? Ich habe zu den Ahnen gesprochen. Sie mögen jemanden schicken, um mich zu erlösen. Und du bist gekommen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Okay. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Klar, warum nicht? Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Warum gehst du nicht einfach rüber und sprichst mit den anderen? Aber okay. Gut, die verschwinden ja jetzt auch alle mit der Zeit. Was ist denn los mit dir? Mara hat mich verflucht, so lange zu warten, bis mir jemand das Wichtigste stiehlt, was ich besitze. Du wartest darauf, bestohlen zu werden? Sie überließ mir damals die Knochenhand des Diebes. Oho. Ich wandte das Artefakt jedoch gegen sie und konnte sie im entscheidenden Moment entwaffnen. Ah, okay. Darum verfluchte sie mich bis in alle Ewigkeit, auf das gleiche Schicksal zu warten. Okay, zum Entwaffnen, stimmt. Da kann man die bestimmt gut einsetzen. Und wie kann ich dir helfen? In meinem Tempel befindet sich eine verschlossene Truhe. Darin befindet sich ein weißer Diamant. Wenn du einen Weg findest, die Truhe zu öffnen, kannst du den Diamanten behalten. Ich glaube, das ist das Verrückteste, worum ich je einer gebeten hat. Ja, das kann ich mir denken. Aber es ist der einzige Weg, meinen Frieden zu finden. Alles klar, okay, dann schauen wir mal. Ich werde mal sehen, ob ich an diesen Diamanten komme. Ja, gut. Lass dir ruhig Zeit. Nur geh nicht wieder weg, ja? Nein, nein, ich bleib schon da. Hast du eine Idee, wie ich diese Truhe öffnen kann? Es gibt leider keinen Schlüssel. Aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, einen zu erschaffen.
Eine Voodoo-Hexe kann dir dabei vielleicht weiterhelfen. Okay. Verstehe. Gut, aber ich denke, bevor wir die Voodoo-Hexe fragen, können wir ja erstmal die Truhe selbst versuchen zu knacken. Ja, die ist nicht sonderlich schwer. Das schaffen wir auch so. Ohne die Voodoo-Hexe muss ich nicht extra zurücklatschen jetzt hier. Sei denn, sie ist unknackbar, das wär's jetzt. Hä? So, jetzt aber. Zack. Na also. Da haben wir den weißen Diamant. Perfekt. Das wäre geschafft. Ging ja einfacher, als ich dachte. Deine Seele ist frei. Ich habe die Truhe geöffnet. Oh, ich danke dir, Fremder. Bitte, bitte. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Behalte den Diamanten. Vielleicht wird er dir noch von Nutzen sein. Ja, das ist die Trophäe des Diebes. Ich spüre, wie die Last von mir fällt. Das Licht erwartet mich. Tschüss. Mach's gut, Fremder. Ich werde dich nicht vergessen. Cool, aber wenn du jetzt eh stirbst, ist es eigentlich scheißegal. Gut. Oh, guck mal, da ist jetzt sogar eine Brücke, aber ich glaube, da kommt man gar nicht hin, oder? Ich glaube, hier finden wir jetzt auch nichts groß mehr. Ich kann auch mal gucken. Aber ich glaube, wir finden wir höchstens noch ein paar Pokale und so einen Spaß. Aber jetzt keine großen Dinge mehr. Irgendwie den Schatz hier haben wir ja schon geplündert. Ich frage mich, ob man ihn auch in dieser Welt plündern könnte. Wäre unlogisch, ne? Würde mich auch nicht wundern. Doch, Tatsache, der ist sogar hier. Alles klar. Hier sieht der Baum nicht ganz so scheiße aus, oder? Nö, hier geht's. Gut, dass der Schatz in beiden Dimensionen existiert. Das zu erklären ist mir ehrlich gesagt zu schwer, deswegen versuche ich es gar nicht. Keine Ahnung, ob es da irgendeine sinnvolle Erklärung gibt. Gut, wir brauchen noch die Trophäe eines Kriegers oder den Speer oder wie auch immer. Irgendwas von dem Krieger brauchen wir noch, den müssen wir finden. Es muss ja noch einen vierten Typen gegeben haben, der gegen Mara gekämpft hat. Der den Dolch hatte, den wir von Slain haben. Also wir haben ja jetzt alle getroffen. Wir hatten die Frau getroffen, die das Amulett hatte. Wir hatten den Typen mit der Knochenhand getroffen. Wir hatten den mit der Titanenharpune getroffen. Es fehlt also nur noch der Typ, der den Dolch hatte. Und wie wir den finden und dann das Schädelzepter zusammenbauen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 Dark Waters. Bis dahin. Ciao.